Hallo miteinander, Sommerferienzeit, Sommerlochzeit. Deswegen heute mal kurz was ganz anderes, nämlich Asmodee hat ja in seinem Line-Up für 2021 neben dem hervorragenden Jamaika auch ein Spiel namens Patatrap Quest im Angebot, das in Deutschland erst im, ich glaube, September, Ende September kommen soll. Ich habe es im Urlaub in Frankreich schon gesehen, beim Philibert. Und hab's dort gleich mal gekauft. Das ist im Prinzip ein Dungeon Crawler, nennen wir es mal so, für die Kleinen, aber kann auch für eine ältere Zielgruppe interessant sein als Absacker oder irgendwie sowas, weil es einen relativ interessanten Mechanismus hat mit diesem Spiegelkabinett. Zeige ich mal, wie das funktioniert. Klar, Anleitung ist französisch, macht bei dem Spiel aber eigentlich gar keinen Unterschied, weil es relativ sprachneutral daherkommt. Und weil es ja von den Space Cowboys ist, die ja immer coole Sachen machen, haben die natürlich auch die englische Anleitung auf der Homepage, kein Problem. Und wenn die deutsche Fassung im September rauskommt, dann wird sich das auch erledigt haben. Aber keine Sorge, schauen wir uns mal an, was wir machen müssen. Nämlich, wie gesagt, es sind halt ein paar Helden, die in den Dungeon gehen und einen Boss besiegen. Und es funktioniert so. Grundlage fürs ganze Spiel ist so eine Art Turm, Dungeon, wie man es nennen will, mit einem Spiegelkabinett. Hier auf diesem Plastikaufsetzer sind lauter kleine Spiegelchen angebracht. Die muss man beim Aufbau selber anbringen. Und dann gibt es hier diese Falltüren, die man hochklappen kann. Und man sieht dann praktisch, wenn sich das hochgeklappt, im Spiegel, was da sich drunter verbirgt. In diesem Fall jetzt zum Beispiel, ich hebe es mal in die Kamera, ein Schwert. Ja. Und die Spieler, die haben praktisch mit ihrem Meeple hier die Aufgabe, die verschiedenen Türen abzulaufen, je nachdem, was sie für einen Würfelwurf machen, und dann die Figur da reinzustecken, sodass das hochklappt und offen bleibt. Und man sieht dann im Spiegel, dass alle im Tisch rum das sehen können auch, dass da jetzt das Schwert drunter ist zum Beispiel. Jeder Charakter hat ja auch, das war jetzt hier zum Beispiel der Grüne, nehme ich den halt einfach mal, hat hier praktisch so einen Charakterbogen mit verschiedenen Fächern, wie bei anderen Dungeon-Crawlern, ein Karak oder so. Und wenn ich jetzt hier dieses Schwert finde, dann bekomme ich diesen Gegenstand halt auch und gebe ihn meinem Charakter in sein Inventar. Ich könnte aber auch später mal einen Bogen finden oder irgendwie anderes Zeug, Knoblauch von einem Vampir oder sowas, ne? Je nachdem, was man braucht. Außerdem habe ich noch einen Familiar dabei, was kann, wie man das im Deutschen sagen würde. Ich kenne das jetzt bloß aus D&D. Es ist halt so eine magische Kreatur, die einen begleitet. In dem Fall ist es jetzt eine Fee, die sitzt hier auf der Schulter von dem Charakter. Es kann aber auch ein kleiner Drache sein, hier wie beim blauen Spieler oder sonst was. Die haben eine Fähigkeit, die kann man umdrehen, dann schlafen die ein und man kann einen Würfelwurf wiederholen. Kommen wir zum Thema Würfel. Was mache ich eigentlich in meinem Zug? Es gibt diese zwei Würfel, die würfelt man und dann entscheidet sich praktisch der Spieler, nimmt er einen dieser Würfel und läuft drei Felder vor oder zwei Felder oder nimmt er die Summe aus beiden, fünf Felder. Ich muss mich dann entscheiden. Und hier ist praktisch, wenn mir das Ergebnis nicht passt, weil ich zum Beispiel drei Runden lang schon im Spiel bin und habe gemerkt, was ist unter dieser Falltür hier drunter, das möchte ich nicht und mir passt das Würfelergebnis nicht, dann kann ich meinen getreuen Begleiter oder was es ist, halt umdrehen, einschlafen lassen, um einen Würfelwurf zu wiederholen. Sollte ich mit dem gelben Würfel die Glocke würfeln, dann wacht dieser Begleiter wieder auf und ich habe ihn wieder zur Verfügung. Jedenfalls laufe ich mit meinem Charakter halt rum, mache diese Falltüren hier auf und finde eventuell Gegenstände. Diese Gegenstände brauche ich nämlich nachher, wenn ich hochgehe zum Bossgegner. Und der ist hier oben drin, das ist im ersten Quest eine riesige, eklige Spinne. Und die liegt hier oben mehrmals drin. Und die sagt schon in der Preview, mich kann man nur mit dem Schwert und dem Bogen besiegen, aber auch nicht immer. Weil auf der Rückseite ist praktisch drauf, was gerade in diesem Zug gefährlich für die Spinne ist. In diesem Fall ein Schwert, das weiß aber keiner. Erst wenn man mit seiner Figur hier oben raufgeht, indem man die Treppe zum Beispiel benutzt, einfach hochgeht oder hier einen geheimen Zugang oder so findet, dann kommt man da oben, darf sich die Rückseite anschauen, heimlich. Und wenn man diesen Gegenstand dabei hat, der gefordert wird, dann hat man die Spinne einmal verletzt und kann praktisch diesen einen Token hier andocken und sagen, ich habe es jetzt einmal verletzt. Aber ich brauche ja insgesamt fürs Spiel, um es zu gewinnen, drei Treffer. Und dann kommt es praktisch weg und der nächste Token wird angeguckt und da ist dann vielleicht drunter, aha, ein Bogen. Wenn ich den jetzt nicht dabei habe, ich verliere übrigens das Schwert, nachdem ich es eingesetzt habe, es ist weg. Wenn ich jetzt den Bogen nicht auch noch dabei habe, dann lacht die Spinne mich bloß aus und ich werde wieder zurückgesetzt, runtergeschmissen aus dem Spiegelkabinett. Komm halt später wieder. Ja? Und das Spiel will halt einfach, wie bei allen Spielen für diese Altersgruppe, sage ich mal, dass ich mir
die Umgebung anschaue, mir merke, was ist wo drunter vielleicht, auch was ich bei anderen Spielern gesehen habe und so, und dann dort aktiv hingehe. Und das sind nicht nur Felder, wo jetzt ein Bogen drauf ist oder ein Schwert oder so. Es kann auch was ganz anderes sein, wie es ist ein Gespenst, das erschreckt dich. Du rennst weiter bis zum nächsten Feld, das frei ist, wohlgemerkt, wo eine Fackel drauf ist. Und so kann sich dein Zug verändern. Du kannst auch, hier ist praktisch der Harlekin drunter, der würde praktisch die Türen links und rechts von diesem Feld vertauschen, sodass alles, was du dir gemerkt hast, natürlich wieder hinfällig ist und so. Und so wird halt durch das Spiel durchgegangen, bis jeder genug Zeug dabei hat, also hochgelevelt ist, sagen wir mal so, um nach oben beim Endgegner draufzuhauen und ihn dreimal zu treffen, auch gerne nacheinander. Und dann hat man praktisch die Quest gewonnen und ist dann fertig. Und das Spiel hat mehrere Szenarien. Es gibt die Spinne, es gibt den Vampir, es gibt irgendwelche Frankenstein-Monster oder so. Und die haben immer unterschiedliche Schwerpunkte in Fähigkeiten. Das ist der einfachste Endgegner, der hat halt nur die zwei. Wie gesagt, gibt es ja auch Knoblauch und noch andere Gegenstände oder eine Katze oder einen Spiegel oder irgendwie sowas, was man da finden kann. Da kommt dann verschiedenes Zeug ins Spiel. Und auch die Türen, die da sind, haben je nach Gegner und Szenario unterschiedliche Bilder. Also da ist jede Menge Material in der Schachtel drin, um ungefähr, ich glaube, es sind fünf verschiedene Gegner durchzuspielen und ein bisschen Abwechslung reinzubekommen. Das ist im Prinzip Patatrap Quest. Da muss man nicht viel dafür verstehen. Man kann das leicht spielen. Es ist also Leute, die jetzt auch sowas wie Karak oder so mögen und das mit ihren Kleinen spielen. Es soll ja auch Leute geben, Erwachsene, die das mit Gewinn und mit Freude spielen. Kann man von dem Spiel auch behaupten. Ja, das ist so ein leichter Absager. Da steht drauf, das dauert 20 Minuten. Das stimmt auch. Vielleicht ein bisschen kürzer noch. Wenn man das schnell durchspielt und sich merkt, was da drunter ist, dann funktioniert das. Von daher für die Zielgruppe und vielleicht die einen leichten Dungeon Crawler haben wollen und auch so Zeug wie Five-Minute Dungeon oder sowas spielen, ist es schon ganz interessant. Speziell hier in der französischen Fassung, die Franzosen, die sind ja immer ein bisschen komisch, wenn es darum geht, eine fremdsprachige Anleitung beizulegen, ist natürlich alles auf Französisch, aber wie gesagt, englische Fassung ist da oder man legt halt das Google Dingsbums drüber und lässt es übersetzen. Aber man kommt recht gut zurecht mit der Anleitung. Hauptproblem Nummer 1 ist aber, jeder Endgegner hat ja praktisch ein verschiedenes Set von Türen und Karten. Und das da ist praktisch eine Karte, die liegt fünfmal bei mit verschiedenen Gegnern. Und da steht halt drauf, was die einzelnen Türen machen. Und das muss man lesen. Und wenn dieses Spiel ab 6 sein soll, dann erwartet das Spiel, dass die Kinder das lesen, was hinter der Tür zu verstehen ist. Also die haben es nicht geschafft, das mit Bildern zu erklären. Klar, ein Schwert, ein Bogen ist klar, was passiert. Aber das ganze andere Zeug muss man durchlesen. Also braucht es halt schon einen Erwachsenen, der praktisch denen das erzählt und übersetzt. Und das ist halt das Problem, wenn ich mir jetzt die englische Anleitung runtergeladen habe, dann kann ich das Spiel lernen und erklären, was dann mit der Deutschen dann irgendwann mal machen können. Aber diese... Ich hole sie mal raus, das ist übrigens die Schachtel, ja, also hier drin ist das ganze Zeug. Diese ganzen Karten, die Gegner erklären und was die können und sowas, die sind halt in der Anleitung nicht drin. Und das ist jetzt nur das französische Gedöns. Klar, lege ich da den Google Translator drüber mit dem Foto und dann übersetzt er mir das alles ganz okay, das ist halt ein bisschen mühsam. Deswegen. Jetzt die französische Version zu kaufen und die auf 24 Euro relativ günstig zu haben war, hat halt nachher das Problem mit der Sprache. Und das werde ich auch nicht durch einen Internet-Download einfach lösen können. Ich muss halt gucken, wie ich das mache, aber was soll's. Ja, also nett mit den Spiegeln, ja, das hat eigentlich gar keinen spielerischen Mehrwert, aber es ist irgendwie ganz süß. Und von daher, falls ihr ein Spiel haben wollt, das erst Ende September in Deutschland rauskommt, habt jetzt zum Beispiel schon mal ein deutsches Review dazu gesehen. Hurra! Von daher viel Spaß noch und einen schönen Sommer. Ciao.